Sie befinden sich nun im Saal 1 der Stadtgalerie. Wenn Sie sich vom Eingang nach rechts wenden, sehen Sie verschiedene Zeichnungen. Es handelt sich bei allen Zeichnungen um Akte. Bei unserem Studium, und das ist schon ein halbes Jahrhundert zurück, wurde neben der Theorie, Morphologie, Wahrnehmungspsychologie, sehr großer Wert auf die praktische Ausbildung gelegt. Wir haben also da Aktzeichnungen und man sieht auf den ersten Blick, es geht nicht um Erotik und es geht nicht um die Darstellung einer bestimmten Person, sondern das Problem ist ein 3D-Objekt auf ein 2D-Blatt zu bringen. Man sieht hier Hilfskonstruktionen. Das fällt vor allem bei den männlichen Akten mit Rötelstift auf. Die Person ist in einen Kubus eingebaut und dadurch kann man die Tiefe vom Blatt erkennen. Die zwei Akte auf der linken Seite. Es handelt sich dabei um die zwei kleineren Zeichnungen ganz links am Fenster. Die mit Rohrfeder gezeichnet sind nur durch Licht und Schatten in eine bestimmte optische Tiefe gebettet. Da sieht man aber, die Tiefe ist sehr gering. Die ist nur auf zwei Stufen praktisch begrenzt. Dann geht es weiter auf der rechten Seite. Gleich rechts vom Eingang die drei Bilder untereinander. Da hat sich dann die Linie von der Aktzeichnung gelöst. Es geht also nur um eine Linie, die eine bestimmte Richtung einschlägt, die abknickt, die umbiegt und dadurch eine vollkommen neue künstlerische Möglichkeit gibt. Wendet man sich vom Eingang aus gesehen gleich nach links, sehen Sie an der langen Wand drei Dreiergruppen mit Walzenbildern. Es hat auch schon vor 50 Jahren angefangen, dass ich als Farbaufdruckmedium Walzen benutzt habe. Ein Pinsel hinterlässt Pinselspuren und heute gibt es viele Künstler, die ihre Bilder nur mit Pinselspuren darstellen. Also die Struktur des Pinsels ist dort wichtig. Das wollte ich nicht. Ich wollte also bestimmte Farbflächen vollkommen ohne Struktur haben und ich wollte Farbflächen haben, wo ich die Struktur mit der Walze bestimmen kann. Und das ist da geschehen in diesen Bildern. Hier im Saal 1 befinden sich eine ganze Reihe an Prägedrucken aus unterschiedlichen Jahren und manche können sich vielleicht noch daran erinnern, dass im Jahr 2018 zur 4. Papier Global der Internationalen Papierkunsttriennale auch in der Galerie Paquet schon Prägedrucke zu sehen waren. Aber 2018 war eben nicht das erste Mal, dass Sie, Herr Paquet, mit Prägedrucken gearbeitet haben. Nein, schon in den früheren 80er Jahren habe ich Prägedrucke angefertigt. Die Prägedrucke sehen Sie links von der Fensterfront an der kurzen Wand und die ältesten sind ganz links zu sehen. Und man sieht hier die Druckplatte an der linken Seite. Die besteht aus Schleifpapier als Rahmen und als Wellpappe innen drin. Diese Druckplatte ist dann gleich rechts daneben als ein Prägedruckbeispiel dargestellt. Wenn Sie sich nach rechts wenden, sehen Sie auf einem Sockel verschiedene Objekte zum Thema Prägedruck. Beim Drehprägedruck ist es sehr interessant, dass man nicht spiegelverkehrt denken muss, wie zum Beispiel beim Linolschnitt oder ähnlichen Drucken, sondern bei diesem Little Splash ist der Druck und die Druckplatte in der gleichen Richtung. Also da muss man nicht spiegelverkehrt denken. Ausnahme bildet hier der Stadtplatz, denn das, was geprägt worden ist, sind die Straßen und die müssen eigentlich weiter unten sein. Deshalb ist der und der Abdruck spiegelverkehrt. Aber das ist egal,
Der Druck ist ja von jeder Seite sichtbar. Das, was in dem Buch ist, da hat mich sehr die Zählweise der Inkas, die erst in den vergangenen Jahren entschlüsselt worden ist und durch die Knotenschrift entstanden ist, interessiert. Und am einfachsten waren für mich diese Knoten mit einem dünnen Draht nachzubilden. Den fertigen Druck können Sie an der kurzen Wand links von Ihnen sehen. Es ist der zweite von links in der Reihe der 7 Prägedrucke. Zwischen Wand und Sockel sehen wir auch im Endeffekt eines der wichtigsten Werkzeuge, um so einen Prägedruck dann tatsächlich durchzuführen. Und das ist tatsächlich selber gebaut. Ja, ich habe im Internet recherchiert und wollte eine Stockpresse, aber da hat es mit 4.000 Euro angefangen. Da habe ich mir gedacht, nein, das kann ich mir leider nicht leisten. Und bin dann draufgekommen, selber eine Presse zu bauen und habe im Auto Zubehör einfach einen Wagenheber gekauft, der also 2 Tonnen Druck herbringt. Das ist schon eine enorme Sache. Und dann habe ich ein Stahlgestell gebaut und mit Plattenfilz und Stahlplatten ein Gerät, das hervorragende Prägeergebnisse ermöglicht. Zwischen den ersten Prägedrucken und den neuesten Prägedrucken haben wir hier jetzt aber noch eine neunteilige Serie. Die besteht wieder nur aus weißem Papier. Allerdings ist das Papier in verschiedenen Schichten aufgebaut und mein Anliegen, dass der Betrachter je nach Stellung und je nach Blickwinkel sein eigenes Kunstwerk bauen kann, ist da verwirklicht.